Gebäude können spannende Geschichten erzählen, von dunklen Epochen, von glorreichen Zeiten und vielleicht besonders wichtig, von eben den Menschen, von denen sonst keine Chronik berichtet. In dieser Serie wollen wir uns einige der bedeutendsten Gebäude unserer Region einmal ein bisschen genauer anschauen und versuchen, ob wir ihre Mauern zum Sprechen bringen können. Servus alle zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Sprechenden Mauern. Heute wollen wir uns einmal mit einem Bauwerk auseinandersetzen, das, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich nur aus einem einzigen Stein besteht. Und zwar geht es um die Rätsel und Geheimnisse des Zeppelinsteins bei Reinersreuth. Luftschiffe, oder wie mir heizt doch ganz oft zu ihnen so Zeppeline, was nicht ganz passt, aber dazu gleich mehr, faszinieren die Menschen schon seit Jahrzehnten. Und auch ich komme mich noch gut daran erinnern, damals, da war ich noch in der Grundschule gewesen, da habe ich Bücher und insbesondere natürlich auch Filme zur Luftschifffahrt verschlungen, weil ich das einfach unfassbar beeindruckend fand, solche Giganten der Lüfte konstruieren zu können. Umso spannender ist es jetzt aber natürlich, dass mittlerweile klar ist, dass einer derjenigen, die als, ich sage jetzt mal, Wegbereiter und Pioniere der Luftschifffahrt zählen können oder gelten können, aus Oberfranken stammte. Und zwar geht es heute um Johann Georg Hacker. Den kennt der Hex wahrscheinlich nicht, weil der mittlerweile tatsächlich ja mehr oder weniger in Vergessenheit geraten ist, leider. Aber seine Geschichte ist sehr, sehr eng. Mit der Geschichte eben auch des Luftschiffbaus verbunden. Und dabei muss man jetzt gleich am Anfang mal ganz kurz darauf hinweisen: der berühmte Ferdinand Graf von Zeppelin war nicht der Erfinder der Luftschiffe. Die Idee, Schiffe mit Hilfe von teilweise luftleeren Kugeln quasi zum Schwimmen in der Luft zu bringen, die existierte schon seit der Renaissance und ist dann eben später immer mal wieder aufgekommen. Es gab da ganz viele verschiedene Konstrukteure, bis man sich eben im 19. Jahrhundert auf zwei große, ja, wie soll ich jetzt, jetzt sagen, Konstruktionen verständigt hatte. Auf der einen Seite gab es eben die sogenannten Prallluftschiffe. Das ist jetzt das, was es eben heutzutage auch durch den Zeppelin NT wieder gibt. Das sind also in gewisser Hinsicht steuerbare Heißluftballone in Anführungszeichen oder eben Ballone, die dann mit Helium und anderen Traggasen gefüllt sind. Und dann gab es eben das Patent des David Schwarz. Das dann später Ferdinand Graf von Zeppelin gekauft und weiterentwickelt hat, das von sogenannten starren Luftschiffen berichtet. Und dabei geht es darum, dass man mehrere Traggaszellen aneinanderreiht und die mit einem festen Gerippe aus Aluminium umgibt, wodurch eben die Konstruktion starr wird. Zu das heißen, ein Zeppelin-Luftschiff behält auch dann die Form, wenn da kein Traggas drin ist. Ein prall allerdings würde genauso wie ein Heißluftballon in sich zusammenfallen, wenn man das Gas rausnimmt. Das ist schon mal ganz wichtig, ein bisschen im Hinterkopf zu zu behalten, denn heutzutage spricht man eigentlich generell immer von Zeppelin, wenn man Luftschiff meint. In Woret bedeutet aber Zeppelin eben nur das starre System im Luftschiffbau. Das ist schon mal ein bisschen Klugscheißerei gleich am Anfang. Aber kommen wir jetzt einmal zu unserem Johann Georg Hacker. Der ist als Sohn von Adam Hacker und Friederike Söllner am 18. Januar 1870 in Münchberg geboren. Das war bis vor einigen Jahren komplett unbekannt. Wir konnten es aber mittlerweile rausfinden. Meine liebe Freundin Martina Michel und ich haben uns da mal ein wenig durch die Geburtsregister gewühlt und haben das zwischenzeitlich bestätigen können. Adam Hacker, Johann Georg sein Vater, war vorher Polizeidiener in Mistelgau bei Bayreuth gewesen, ist dann aber aufgrund eines sehr unglücklichen Zwischenfalls, der hat einem Fischdieb, einfach einmal ja, ohne irgendeinen Gerichtsprozess abzuwarten, die Hand abgeschlagen. Man weiß bis heute nicht genau warum, also scheinbar ist er da mal wegen ausgetickt. Und deswegen ist er strafversetzt worden nach Hof, wo er dann eben später als Bankdiener in der königlich-bayerischen Filialbank anfangen sollte. Und er hat jetzt eben in Münchberg die Friederike Söllner kennengelernt und hatte mit ihr 1870 drei Kinder. Johann Georg... Alwine und Babette. Ja, und die Hochzeit fand erst später statt. Deswegen stand eben auch der Johann Georg Hacker unter dem Namen seiner Mutter im Geburtsregister. Das muss man aber erstmal rausfinden. Es war also eine uneheliche äh, Geburt, die da im Hintergrund stand. Wenig später dann eben ein halbes Jahr ähm, nach der Geburt hat noch der Hacker, die Friederike Söhne geehelicht und dadurch wurden dann eben auch die Kinder in den ehelichen Stand aufgenommen. Deswegen hat dann der Johann Georg später auch die Nachnamen seines Vaters bekommen. Aber das jetzt weiter auszuführen, wäre vielleicht ein bisschen arg weit. Fakt ist auf jeden Fall, die Friederike und der Adam hatten mehrere Kinder, bis dann eben die Friederike leider bei der Geburt des jüngsten Kindes verstarb, woraufhin sich Adam doch relativ schnell, eine neue Frau suchte, und zwar die Margarete Franz gebürtig aus Reau. Und so zog jetzt eben die Familie dorthin, weswegen es auch in reau bis heute noch lebende Nachfahren von unserem Johann Georg Hager gibt, aber eben nicht direkt, sondern nur über den Vater entsprechend mit ihm verwandt. Johann Georg besuchte anschließend erst einmal die Altstädter Schule, dann die Neustädter Schule in Hof, hat dann sogar das Latein Institut besucht, also eine Art von Vorläufe des heutigen Gymnasiums, wo allerdings jetzt nicht unbedingt ein Überflieger, um es aber so auszudrücken. Er hat jedenfalls vermutlich auch eine Klasse einmal wiederholt, aber das ist alles überhaupt kein Ding gewesen. Äh, ist es im Übrigen auch bis heute nicht nur mal am Rande erwähnt. Ne? Und so ist er dann eben am Ende mit dem Abschluss in der Tasche unterwegs gewesen in seiner wunderschönen Region und hat sich überlegt, was fängt er jetzt mit sich an. Und jetzt müsst ihr wissen, Georg Hager war schon immer jemand, der wahnsinnig stark daran interessiert war, die Welt zu entdecken. Er hat damals zwei Wünsche gehabt. Ja. Zum einen hat er gesagt, entweder wird er Künstler und bereist dann quasi als Künstler die Welt? Im Übrigen, sein Bruder Adolf Hacker ist es tatsächlich geworden. Der ist ein recht namhafter Künstler geworden. Oder aber eben hat er Georg gesagt, er wird Missionar. Denn auch als Missionar in den deutschen Kolonien beispielsweise hätte er ja eben neue Ecken in der Welt entdecken können. Das wäre dann also auch Stolz für ihn gewesen. Und jetzt wird das Folgendes passiert: Georg hat damals aushilfsweise gejobbt im Hotel Weißes Lamm. Und da hat er einen gewissen Mr. King kennengelernt. Wie genau der mit Vornamen hieß, wissen wir leider nicht. Der stammte aus Chicago und war beruflich in Hof unterwegs. Mit dem ist er jetzt ins Gespräch kommen, dem ihm eben erzählt: Mensch, also entweder er wird Missionar oder Künstler, das sind seine beiden Traumberufe. Und dann hat der Mr. King gesagt: Ja, also ein gewisses Talent für die Kunst kann er beim Georg schon sehen. Er hat ihm dann eben auch einmal ein paar Skizzen und Zeichnungen präsentiert. Und so hat er Mr. King den Georg angeboten, ihn mit sich zu nehmen nach Chicago, nach Amerika. Sein Vater war da davon allerdings überhaupt nicht begeistert und hat deswegen Kontakte spielen lassen. Wie genau das funktioniert hat, das können wir leider nicht nachweisen. Auf jeden Fall scheint es am Ende sogar bis zu Otto von Bismarck-Höchst selbst gegangen zu sein, auf dessen persönlichen Wunsch. Es Georg, obwohl er noch ein Jahr zu jung gewesen ist, erlaubt wurde, schließlich den Dienst in der deutschen Marine anzutreten. Und so waren eigentlich beide ein Stück weit zufriedengestellt. Ja, der Georg hat gesagt, okay, in der Marine, da kann er auch ein bisschen was von der Welt sehen. Sein Vater allerdings hat jetzt gewusst, sein Sohn verdingt sich nicht als Künstler, sondern er hat wie es halt damals dann Kaiser hat, ne? was Scheides gelernt durch die militärische Laufbahn. Insofern waren dann eigentlich erstmal beide zufriedengestellt. Johann Georg Hacker ging daraufhin nach Norddeutschland und trat als einer der jüngsten Schiffsjungen aller Zeiten den Dienst bei der deutschen Marine an. In den folgenden Jahren ging es für Georg bei der Marine richtig rund. Vom einfachen Schiffsjungen im zarten Alter von nur 15 Jahren hat er sich über den Matrosen, die Karriereleiter ziemlich hoch gearbeitet, bis er eben am Ende sogar zum Obervermessungssteuermann erklärt wurde. Und das ist schon ganz interessant, weil man da dran sehen kann, dass Hackers großes Interesse eben nicht nur... Bei der Marine oder bei der Schifffahrt im Allgemeinen lag, sondern eben auch bei der Nautik, das heißt bei der Wissenschaft, unter anderem eben der Vermessung oder aber eben auch der Schifffahrtskunde. Und das müsst ihr euch ein bisschen merken, das wird dann nämlich später noch ganz wichtig werden. Zeitgleich hat er 1899 seine Frau geheiratet, die Anna Dorothea Barnsen. Die waren tatsächlich bis zu Hackers Lebensende glücklich miteinander vermählt. Das war also wirklich eben auch eine aufrichtige Liebe, was in der damaligen Zeit im Deutschen Kaiserreich leider nicht alltäglich gewesen ist. Da ging es auch ganz oft um Standesdüngel und andere Sachen, aber da äh, Georg und seine Anna die haben sich dann wirklich auch mit dem Herzen verliebt. Und jetzt ist Folgendes passiert: Wir müssen einen kleinen Sprung machen. Während der Hacker bei der Marine war und sich dort eben die Karriereleiter hochgearbeitet hat, tüftelte unten am Bodensee, ein gewisser Graf mit Namen Ferdinand von Zeppelin an der Weiterentwicklung des starren Luftschiffsystems. Dazu muss man wissen, dass es bereits einen ersten Versuch gegeben hat, sein Patent zum Abheben zu bringen, damals vom Bodensee aus. Das ist allerdings nicht so gut geglückt und so war relativ schnell die Rede vom Narren vom Bodensee. Man hat also eben den Grafen sehr ja, abwertend dargestellt, die Zeitungen haben sich über ihm das Maul zerrissen. Man hat dann eben schon gesagt, ne, wenn der Mensch zum Fliegen geboren wäre, Schon mal gehört, dann hätte Gott ihm Flügel gegeben. So heißen diese Ideen vom Zeppelin, die sind jetzt relativ schnell in die Schmuddelecke gerückt worden. Trotzdem hat er sich davon nicht unterkriegen lassen und hat am Ende eben durch Einsatz seines gesamten Vermögens und eben auch durch verschiedene finanzielle Tricks, die er angewandt hat, es zusammengebracht, noch einmal neu zu beginnen, einen neuen Prototyp seines starren Systems zu entwickeln und wollte eben mit diesem neuen Prototypen ab 1907 erneut Flugversuche unternehmen. Wobei man da dazu sagen muss, Flugversuch ist eigentlich nicht ganz der richtige Ausdruck, denn Zeppeline und Ballone fliegen nicht, sie fahren. Das ist immer ganz wichtig. Ne? Da legt man sehr viel Wert in der Branche drauf. Und deswegen hat jetzt eben der Graf von Zippelin in der Zeitung inseriert und hat gesagt, Mensch, ich suche Unterstützer, die meine Idee mit vorantreiben würden, die mit mir gemeinsam das starre System im Luftschiffbau voranbringen möchten. Und einen dieser Aufrufe hat jetzt auch der Georg Hacker in der Zeitung entdeckt. Hat sich damals mit seinen Kollegen vor der deutschen Marine darüber ausgetauscht, die natürlich dann gesagt haben: Ach, das kannst du vergessen, das ist so ein Spinner da unten äh, am Bodensee, der hat überhaupt nichts im Kopf und plant halt da irgendwelche schwachsinnigen Ideen umzusetzen. Man hat also Hacker sehr stark davon abgeraten, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Aber das Interessante ist, na, Georg hat es überhaupt nicht gestört. Er hat kurze Zeit später. Nach Friedrichshafen telegrafiert, dass er eben diese Annonce gesehen hat und er sich durchaus vorstellen könnte, da dabei zu unterstützen, weil ihn eben dieses Prinzip der Schifffahrt in der Luft wahnsinnig fasziniert hat. Und so ist es jetzt am Ende relativ schnell gegangen. Er wurde zum Vorstellungsgespräch eingeladen und reiste anschließend an den Bodensee. Dort hat er dann ein erstes Gespräch gehabt tatsächlich gleich mit dem Grafen persönlich. Die waren da also ziemlich schnell auch auf einer Linie unterwegs und auf Augenhöhe. Und ähm, es hat dann nicht lange gedauert, da hat dann eben der Graf ihn auch mitteilen lassen, jawohl, er kann sich das sehr gut vorstellen. Und so wurde nun Georg Hacker, geboren in Münchberg und aufgewachsen in Hof, wie er immer voller Stolz sagte, der einzige Bayer, in der Zeppeliner Mannschaft. Das ist schon mal ganz wichtig für ihn gewesen, dass er sich daran eben auch als Bayer, wenn wir ehrlich sind, eigentlich war er ja Oberfranke, ne? aber er war natürlich auch Bayer gewesen, ein Stück weit auch identifiziert hat. Die folgenden Jahre standen jetzt ganz im Zeichen seiner eigenen Ausbildung. Er ist dann eben auch zum Luftschiffkapitän aufgestiegen und auf der anderen Seite eben in der Mitarbeit an den Konstruktionen der Luftschiffe. Da dazu muss man wissen, Zeppelin-Luftschiffe sind immer nach einem ganz einfachen System, in dem wir sich benannt worden. Sie haben nämlich immer die Kennung LZ gehabt und dann eine fortlaufende Nummer. LZ steht dabei für Luftschiff Zeppelin. Ja, es ist dann also schon mal klar, nach welchem System das konstruiert wurde und dann eben die fortlaufende Nummer. Für uns wichtig ist jetzt in erster Linie LZ5. Ja, das ist also das fünfte Luftschiff, das man gebaut hat. Und wenn ihr euch jetzt mal im Hinterkopf behaltet, die berühmte Hindenburg hatte die Nummer LZ 129. Daran kann man also sehen, wie viele Luftschiffe es dann eigentlich in den nächsten gut 20, 25 Jahren geben sollte. Aber wir sind jetzt noch ganz am Anfang dieser Geschichte. daka hat sich dann also eben auch als Kapitän bei Ferdinand Graf von Zeppelin verdient. Er hat sich da relativ schnell hochgearbeitet. Und es ist auch recht spannend, dass er aus dieser Zeit sehr anschauliche Berichte liefert. Er hat nämlich eine Biografie geschrieben mit dem Titel Die Männer von Manzell. So nannten sich die Luftschiffer damals unten am Bodensee, weil eben in Manzell die eigentliche Herf erwerft gewesen ist und dort dann eben auch die Konstruktionen stattgefunden haben. Und darin beschreibt jetzt der Hacker eben auch wie menschlich der Graf unterwegs war. Er sagt, dass er ihn öfter mal besucht hat, dass eben auch der Graf dann häufig einmal bei seiner Frau und bei ihm an Tee getrunken hat, dass er eine sehr, sehr warmherzige Person gewesen sein muss und dass er eben auch immer daran geglaubt hat, dass das starre Luftschiffsystem irgendwann dazu führen würde, dass Menschen sehr viel schneller über den Atlantik fahren könnten, als mit diesen großen berühmten Ozeandampfern. Das ist also eigentlich so seine Vision in gewisser Hinsicht gewesen, auf die er gearbeitet hat. Leider ist diese Vision gerade am Anfang mit ziemlich viel Stadtschwierigkeiten behaftet gewesen. LZ4, der Vorgänger unseres gerade erwähnten LZ5, ist damals bei echten Dingen. Verbrannt. Ja, das Ganze ist so passiert. Auch da war im Übrigen der Hacker mit an Bord. Ähm, man hat zum ersten Mal überhaupt versucht gehabt, mit dem Luftschiff auf dem Boden zu landen. Bislang hat man immer auf dem Wasser aufgesetzt. Deswegen war die Werft auf dem Bodensee, weil man eben dann dadurch einfach sicherstellen wollte, dass man mal zu schnell runterkommt, nicht gleich alles kaputt geht, sondern eben das Wasser, das ein Stück weit abfedern kann. Bei echter Dingen oder beziehungsweise in der Nähe von echter Dingen gab es jetzt eben den ersten Versuch, auf dem festen Boden zu landen. Das hat super funktioniert. Ja, das hat alles geklappt. Die Menschen waren hellauf begeistert, aber leider hat sich das verankerte Luftschiff wenig später im Rahmen eines Sturms von den Tauen losgerissen, ist in eine Baumreihe getrieben worden und ist am Ende in gewisser Hinsicht explodiert. Heißt dann immer, eigentlich ist es verbrannt. Die Höhlen sind aufgerissen, der Wasserstoff hat sich entzündet und dadurch ist dann eben dieses ganze Ding ein Raub der Flammen geworden. Das führte erneut zum Konkurs in gewisser Hinsicht der Zeppelin-Idee, das ganze Geld steckte jeweils im neuesten Prototypen. Das heißt, wenn der zerstört wurde, war damit auch die gesamte Kapitalgrundlage mit einem Mal zerstört. Und auch der Hacker hat damals sich nur ein Jahr, nachdem er in die Mannschaft aufgenommen worden ist, schon damit auseinandersetzen müssen, dass das wahrscheinlich das Ende der Luftschiff oder des Luftschiffbaus am Bodensee sein könnte. Interessanterweise waren die Menschen aber mittlerweile so fasziniert von diesem Prinzip des Luftschiffes. Dass vom anfänglichen Narren vom Bodensee keine Rede mehr gewesen ist. Ganz im Gegenteil, durch unzählige Fahrten über den Bodensee und eben auch in benachbarte Räume und Regionen sind die Leute mittlerweile fasziniert gewesen von der Idee des Grafen und haben eben dadurch am Ende auch sein Schicksal sehr persönlich genommen. Sie haben zur großen Zeppelinspende aufgerufen und es kam so viel Geld zusammen, dass eben am Ende nicht allein ein neues Luftschiff gebaut werden konnte, eben der vorhin erwähnte LZ 5, ja, um den es jetzt gleich gehen wird, sondern dass eben der Zeppelin auch sehr viele Neuerungen einführen konnte. Darunter auch eine Versicherung für seine Mitarbeiter, was eben auch wieder zeigt, wie sozial er gewesen ist. Es gibt diese schöne Geschichte, von der der Georg Kager berichtet, dass damals auch ein Mädchen seine ersparten zwei Mark an den Herrn Zeppelin gespendet hat, verbunden eben mit einem Brief, dass sie gesagt hat, sie wünscht sich so sehr, dass ein Luftschiff auch einmal über ihre Schule drüber fahren würde und deswegen möchte sie eben ihre zwei Mark spenden, damit der Herr Zeppelin sich wieder ein neues Luftschiff bauen kann. Und als dann eben LZ-5 fertig war, führte tatsächlich eine der ersten Fahrten über die Schule dieses Mädchens hinweg wo dann eben der Graf Höchst selbst einen Teddybär aus dem Luftschiff runtergeworfen hat für das Mädchen als kleinen Gruß aus den Wolken. Und daran seht ihr schon mal, er war Tüftler, er war Genie eigentlich, er war Visionär, aber er war eben auch Mensch. Und gerade diese menschliche Komponente, die haben wir eben durch Hackers, ja, ich sag jetzt mal Biografie, durch Hackers Buch, eigentlich erst seit wenigen Jahren wieder so deutlich auf dem Schirm, wenn wir uns eben auch mit Luftschifffahrtgeschichte und mit Zyperling Geschichte auseinandersetzen. Aber... Für uns ist jetzt sehr wichtig LZ 5. Ihr müsst dazu wissen, dass äh, Graf von Zeppelin mehrere Fahrten unternommen hat, mit denen er eben die Tauglichkeit seines Systems unter Beweis stellen wollte. Es gab beispielsweise eine sogenannte Bayernfahrt, die führte damals nach München, wo dann eben der Georg Hacker voller Stolz am Steuerruder des Luftschiffes stand, eine astreine Landung hingelegt hat ähm, und sich anschließend mit dem Prinzregenten getroffen hatte. Der ihn gerne bei sich eingeladen hatte, weil er eben auch wusste, dass Dacker der, der einzige Bayer in dieser ganzen Luftschiffbesatzung sei. Das Witzige ist, der Georg schreibt, dass er am Anfang, weil er ja in Dreck und Spektor in München Kummer ist, müsst ihr euch vorstellen, die standen damals Wind und Wetter ausgesetzt in so kleinen Gondeln, die Luftschiffe. Da gab es also noch keine Cockpits oder irgendwelche modernen Einrichtungen, deswegen waren die natürlich dreckig, wenn die da irgendwo gelandet wurden. Und jetzt wollte also eben der Georg aufgrund der Einladung von Prinzregenten zu dem hin. Und man hat ihn nicht vorgelassen, weil man gesagt hat, nein, also ihrem, in ihrem Aufzug, da können sie jetzt ja nicht zu ihrer Hoheit hingehen. Ne? Daraufhin wurde der Hacker in die bediensteten Küche verfrachtet, da hat man ihm dann wenigstens was zu essen angeboten. Und, und als dann aber eben das Fehlen vom Kapitän bemerkt wurde, durch Graf von zivilin und den Prinzregenten, haben die zwar natürlich sofort noch ihn suchen lassen, und als man ihn dann endgültig entdeckt hatte und gesagt hat, Herr Hacker, es tut uns leid, wir haben nicht gewusst, dass Sie derjenige sind, deswegen wäre es schön, wenn Sie jetzt mitkommen. Kommen würden, hat der Hacker darauf gesagt, jetzt esse ich erst einmal kurz zu Ende Und wenn ich fertig bin, noch gehe ich zum Prinzregenten. Also er wurde auch in dieser Art schon ein bisschen ja, pragmatisch unterwegs, kann man sagen. Ne? Final aber eben hat er sich dann mit dem Prinzregenten getroffen. Es hat sich auch natürlich toll entwickelt, eher als der einzige Bayer der Luftschiffbesatzung. Der Prinzregent, die hatten sich da sofort ins Herz geschlossen, haben dann scheinbar auch. Sehr häufig miteinander angestoßen, was am Ende dazu führte, dass der Hacker, also wieder zum ähm, Luftschiff zurückgegangen ist und dann eben mit dem Luftschiff wieder nach Friedrichshafen fahren sollte, ziemlich beschwipst war. Am Ende ist über dem Garten von Schloss Nymphenburg eine der Transmissionsanlagen oder einer der Transmissionsriemen zwischen Motor, der befand sich damals in der Gondel, und Propeller aus einem Luftschiff gerissen. Der Hacker wollte den dann reparieren, ist dafür eben rausgeklettert und hat da dabei einen Schuh verloren. Den er eben sogar in seiner Biografie noch nachtrauert. Also, auch da steht noch drin: sollte jemand diesen Schuh finden, der mir damals im leicht beschwipsten Zustand über Nymphenburg abhanden gekommen ist, dann bitte melden Sie sich bei mir. Der Schuh ist aber scheinbar bis heute nicht aufgetaucht. Aber das ist eben auch so eine kleine Anekdote aus der Anfangszeit. Durch solche Fahrten wurde jetzt eben auch der Ruhm des Grafen Zeppelin eigentlich im gesamten deutschen Kaiserreich gemehrt Und so ging es jetzt am Ende darum, im Mai 1909. Eine der ersten jemals protokollierten Dauerfahrten mit einem Luftschiff durchzuführen. Man wollte also die Distanz, die man zurücklegte und die Zeit, die man in der Luft blieb, immer weiter strecken, um dadurch eben final irgendwann einmal auch dieser Atlantiküberquerung nahe kommen zu können. Für die Route war damals vorgesehen, dass das Luftschiff so grob in Richtung Norden fahren sollte, Nürnberg und dann als Fernziel war Berlin auserkoren. Da hat man aber schon gesagt, ob man da hinkommen wird. Steht in den Sternen, aber man möchte es auf jeden Fall einmal probieren. Es ging in erster Linie darum, möglichst lange ununterbrochen in der Luft zu bleiben. Das Spannende ist, dass von dieser geplanten Dauerfahrt auch die Kinder und Schüler in Münchberg mitbekommen hatten. Das stand natürlich damals groß in der Presse. Und deswegen haben sie einen Brief geschrieben an den aus ihrer Stadt stammenden Kapitän Johann Georg Hager und an Graf von Zeppelin. In dem drinnen gestanden war, dass sie sich wahnsinnig freuen würden, wenn das Luftschiff mit ihrem Sohn der Stadt eben auch einmal über Münchberg hinwegfahren würde, damit man ihn grüßen könnte. Der Zivilin und der Hacker haben sich dann darauf kurz angeguckt. Und haben dann am Ende gesagt, eigentlich ist es wurscht, wie wir fahren, Hauptsache wir bleiben möglichst lange in der Luft. Also hat man sich darauf verständigt, man verlegt die Route ein bisschen, fährt nicht von Nürnberg aus direkt nach Norden weiter, sondern knickt ab und fährt eben auch einmal über Bayreuth, Münchberg und Hof, damit der Georg Hacker dort die Heimat grüßen kann. Es ist also alles nur für ihn gemacht worden. Und so kam es dann eben, dass am 30. Mai 1909 das erste Mal überhaupt ein Luftschiff über Oberfranken fuhr. Und ihr könnt euch vorstellen, was das bei den Menschen an Euphorie ausgelöst hat. Dieses Teil, dieses LZ-5 war über 130 Meter lang. Das war gigantisch. Das größte, also zur damaligen Zeit jedenfalls das größte Flugobjekt, das man überhaupt kannte. Und das fuhr jetzt in relativ niedriger Höhe, weil man eben nicht so weit nach oben ähm, aufsteigen wollte und konnte. Aufgrund der Ausdehnung des Gases war das zu gefährlich fuhr jetzt also in relativ niedrige Höhe über unsere Region hinweg. Die Straßen waren gesäumt, ja, gepflastert mit Menschen. Alle schauten nach oben, winkten zu. Und jetzt müsst ihr euch das einmal vorstellen: Der Traum des Menschen war es schon immer, fliegen zu können. Mit dem Luftschiff war man dem jetzt sehr, sehr nahe gekommen. Jetzt fährt so ein Teil, so ein Wunderwerk der Technik über unsere Städte hinweg. Und die Leute wissen: Da vorne dran am Steuerruder, da steht jemand, der stammt aus Oberfranken. Ja, die Euphorie kann man sich wahrscheinlich heute gar nicht mehr vorstellen, die damals sich Bahn gebracht haben muss. Umso interessanter ist es eben, dass es auch wahnsinnig viele Zeitungsberichte aus der Zeit gibt. Unter anderem auch vom Boden vom Waldstein, das war die Zeller Zeitung wo es dann eben heißt, dass viele Menschen auf die Schüssel gegangen sind, oben auf dem Waldstein, um dort eben dem Luftschiff besonders nah zu sein. Und da schreibt eben der Redakteur sehr, sehr dass es besonders anständig von dem Luftschiffe gewesen ist, sich uns stets von der Seite zu präsentieren, nicht so wie andernorts, wo, wie zu lesen gewesen ist, das Luftschiff den Zuschauern beim Entschwinden das Hinterteil zugereckt hat. Ja, das also waren damals solche kleinen Randnotizen der Geschichte. Am Ende also überfuhr Hacker mit LZ5 auch Münchberg und Hof und als Erinnerung an diesen besonderen Tag pflanzte der Lehrer in Rheinersreuth am Fuße des Waldsteins einen Tag später, am 31. Mai 1909, eine kleine Zeppelin-Eiche. Und stellte daneben den Stein, um den es heute eigentlich geht. Ja? Der Zeppelinstein mit der Zeppelin-Eiche, die sind bis heute in Reinersreuth erhalten und zeugen eben von dieser besonderen sogenannten Dauerfahrt des Jahres 1909. Am Ende müsst ihr euch vorstellen, war man noch ein bisschen weiter in Richtung Norden gekommen. Berlin hatte man mittlerweile komplett aus den Augen verloren, weil man gesagt hat, da kommen wir nie hin und deswegen wollte man umdrehen. Ja, es ging ja eh nur darum, zu gucken, wie lange man in der Luft bleiben kann, das hatte man bewiesen. Jetzt ging es eigentlich darum, möglichst unbeschadet wieder nach Friedrichshafen zurückzukehren und deswegen drehte man bei. Ja, man wollte also in Richtung Westen eine Kurve fahren und dann wieder zurück nach Süden abbiegen. Das Problem war, dass die Zeppeliner Mannschaft mittlerweile 37 Stunden ununterbrochen wach gewesen war. So lange hatte die Dauerfahrt bis dahin gedauert. Und das hat jetzt natürlich erst die Konsequenzen nach sich gezogen. Ja, man hatte sich natürlich immer mal ausgetauscht, auch der Hacker hat sich dann einmal zurückgezogen, hat einem ähm, Kollegen, dem Herrn Dürr, das Steuerruder überlassen. Aber trotzdem war es natürlich einfach irgendwann schwierig gewesen. Die Kräfte waren am Ende. Ja? Und jetzt müsst ihr auch dazu wissen, wie gesagt, man stand... Ähm, in der freien Natur, sage ich ja mal, in dieser kleinen Gondel, das war eine wahnsinnig anstrengende Arbeit, dieses Ding zu steuern. Im, im Hintergrund im Rücken dröhnte der Motor. Ne? Da musste man sich ja mit den Kollegen in der zweiten Gondel, die dann quasi hinter der Steuergondel angebracht war, am Heck des Luft Luftschiffes auch noch irgendwie austauschen, Befehle hin und her brüllen. Also es war wirklich keine einfache Arbeit. Und nach 37 Stunden forderte das den Tribut. Bei Göppingen nämlich krachte LZ-5 in einen. Birnbaum. Das Ganze war für Zeppelin selber am Anfang eine riesige Katastrophe, weil er natürlich gesagt hat, gerade diese Dauerfahrt, die so im Fokus der Öffentlichkeit stand, die hätte rein über die Bühne gehen müssen. Und jetzt waren wir also in diesen Birnbaum reingefahren. Ich habe das einmal in einem Aufsatz, den ich dazu geschrieben habe, so formuliert, dass ich gesagt habe, ein alter Birnbaum stellte sich der modernen Technik trotzig in den Weg. Und so war man jetzt so plötzlich da. Ja, es ist Gott sei Dank nichts passiert, nur die Nase war eingedetscht. Und ähm, jetzt hat der Hacker gesagt, Leute, ich gehe jetzt erst einmal in das Hotel nebendran, ich ruhe mich einmal ja aus, wir gucken morgen, was wir machen. Ja? Als er dann am nächsten Tag zum Luftschiff wieder hingekommen ist, waren längst alle da. Und jetzt hat man sich halt überlegt, was kann man machen. Ja, man hat Braingestormt und am Ende kam die Idee, theoretisch müsste es ja noch funktionieren. Wenn man die Spitze ein bisschen modifiziert, man hat die dann mit Hopfenstangen geflickt, weil natürlich dann auch das Aluminiumgerippe ziemlich eingedetscht gewesen ist, hat die vordere Gondel sehr stark erleichtert, indem er den Motor rausgebaut hat und hat dann eben am Ende sogar das Laufgewicht entfernt, das zwischen den beiden Gondeln angebracht gewesen ist, um das Luftschiff in der Luft austarieren zu können und hat stattdessen den Kapitän Lau mit an Bord genommen. Der war ein bisschen korpulenter, deswegen hat dann eben der Georg Hacker vom Laufgewicht Lau geschrieben. Der arme Kerl musste sich jetzt zwischen die beiden Gondeln stellen und hat dann eben quasi als menschliches Gewicht das Luftschiff austarieren sollen. Und so ist es am Ende gelungen, das Luftschiff neu zu füllen und tatsächlich mit dieser eingedetzten Spitze bis nach Friedrichshafen zurückzufahren. Und dadurch ist jetzt aus dieser Misere der Dauerfahrt am Ende eine der größten Erfolge geworden, denn jeder wusste, ein Prallluftschiff wäre bei der Kollision mit dem Birnbaum zerstört worden. Das starre System des Grafen Zivilin aber hat die Kollision Fast unbeschadet überstanden, bzw. war es eben danach reparierbar innerhalb kürzester Zeit. Und das Luftschiff ist sogar aus eigener Kraft wieder zurückgekommen. Damit waren jetzt eben die Leute überzeugt: jawohl, das starre System funktioniert und dem gibt mir jetzt eigentlich auch ein Stück weit den Vorrang. Damit waren alle Dämme gebrochen und die starren Luftschiffe des Grafen Zeppelin konnten ihren Siegeszug beginnen. Es gab dann ab 1909 bzw. 1910 auch immer mehr davon, die jetzt mehr und mehr auch für den Passagiertransport eingesetzt worden sind. Sachsen, Victoria, Luise und viele weitere waren jetzt eben im Einsatz, um Menschen zu transportieren und damit dann eben auch diese Vision der Atlantiküberquerung ein Stück weit näher kommen zu können. Für Graf von zivilin selber waren die Luftschiffe allerdings auch von Anfang an schon für einen militärischen Nutzen vorgesehen. Er selbst war altgedienter Militär, das heißt also Militär, Entschuldigung, das war jetzt Oberfränkisch, Militär und hat deswegen natürlich auch den Einsatz des Luftschiffes für das Heer entsprechend mit im Fokus gehabt. Und wir wissen durch Hacker, dass es eben auch im Ersten Weltkrieg sehr häufig Einsätze von Luftschiffen gegeben hat, beispielsweise bei der, wie man mittlerweile sagen muss und deutlich sagen muss, unmenschlichen Bombardierung der englischen Zivilbevölkerung, unter anderem eben über London. Georg Hacker selbst hat dabei mehrere Angriffe gefahren und das Spannende ist, bei einem davon fuhr er durch ein Gewitter und hat festgestellt, dass sich die Hülle des Luftschiffes in Verbindung mit diesem innenliegenden Gerippe statisch aufladen kann, was er am Ende eben als Elmsfeuer. Interpretiert hat. Also er hat gesagt, es gab ähm, die Entwicklung von Elmsfeuer, einem mysteriösen Leuchten um die Hülle herum. Aber er schreibt eben auch, dass diese statische Aufladung gefährlich werden kann, gerade deswegen, weil ihm selbst der Schlag getroffen hat, als er hingelangt hat. Dadurch war sein Arm Zeit seines weiteren Lebens gelähmt. Und es ist deswegen so interessant, weil Hacker in den 30er Jahren im Rahmen der Hindenburg-Katastrophe. Damals ist LZ129 bei Lakehurst ja abgestürzt. Das ist dieses berühmte Filmchen, was wir eben bis heute auch noch kennen, was eigentlich fast jeder kennt, weil es eine der ersten Katastrophen der Luftfahrt war, die auf Film festgehalten wurde. Und da hat dann der Hacker eben schon vor Anfang an gesagt, er vermutet, dass der Grund für den Absturz von der Hindenburg genau das gleiche war, dass er damals bei der Bombardierung Londons festgestellt hat, als er mit dem Luftschiff unterwegs war und durch das Gewitter gefahren ist, dass eben eine statische Aufladung und Entladung wahrscheinlich in Verbindung mit einem Gasleck dazu geführt hat, dass sich der Wasserstoff entzündet hat und dadurch EZ Hindenburg zerstört wurde. Mittlerweile wissen wir, dass es so war, dass Hacker recht hatte. Damals allerdings hat es keinen Menschen interessiert. Es zeigt aber eben schon, wie visionär auch er war, ja, wie gut er sich in dieser Technologie mittlerweile auskannte. Seine eigene Geschichte im Übrigen geht nach dem Ersten Weltkrieg natürlich noch ein bisschen weiter. Er hat dann später die Leitung des Luftschiffhafens in Potsdam übernommen und hat dann eben in Erinnerung an seine Zeit im Rahmen der Fertigstellung von LZ 129 Hindenburg seine Memoiren geschrieben. Ja, die Männer von Mansell. Die eigentlich bis heute mit zu den wichtigsten Quellen der frühen Luftschifffahrtsgeschichte zählen. Hacker selbst starb 1947. Er hat sich vorher noch mit seinen beiden Zwillingsschwestern in ihrer alten Heimat getroffen. Da gibt es sogar dann eben noch einen schönen Artikel zum Familientreffen der Hacker-Drillinge. 1947 ist er dann eben friedlich eingeschlafen, ist dann auch in Potsdam oben. Beerdigt worden. Heutzutage ist er komplett in Vergessenheit geraten. Und deswegen ist es mir eben ganz wichtig, nachdem ich ihn in der Zwischenzeit nicht so ein bisschen als meinen Schützling aufgenommen hatte, ich war über lange Zeit hinweg eigentlich der Einzige, der sich mit ihm auseinandergesetzt hatte, weil ich ihn eben mit meiner Freundin Martina gemeinsam ja erst entdeckt hatte. Aber mittlerweile haben wir eben einige Dinge doch ins Rollen gebracht. Es gibt an seinem Geburtshaus eine kleine Erinnerungstafel an ihn. Er ist, wie ich mittlerweile weiß, sogar eben in neuerer Literatur immer mal wieder mit aufgeführt, weil man eben mehr und mehr sich auch darauf fokussiert, den Grafen zwar als den Visionär wahrzunehmen, aber eben die Männer von Mansell als diejenigen zu sehen, die das Ganze dann auch umgesetzt haben. Und eines der besonderen Highlights seines Wirkens, das ist tatsächlich bis heute im Einsatz, denn er war damals der erste, der die Messeinheiten und Instrumente aus der Nautik, die er aus seiner Marinezeit kannte, in die Luftschifffahrt und demnach eben auch in die Luftfahrt mitgebracht hat. Insofern ist er eben auch einer der Pioniere gewesen, denen wir es zu verdanken haben, dass wir bis heute noch mit Hilfe der nautischen Einheiten in der Luftfahrt unterwegs sind. Und ich finde, das ist dann, wenn man weiß, dass der Mann, der das eingeführt hat, aus Oberfranken stammt, trotzdem auch schon was, auf das man ein bisschen stolz sein kann. Wenn ihr das Ganze noch einmal genauer nachlesen wollt, verlinke ich euch unten einmal den Text, den ich zu Hacker geschrieben habe. Da steht jetzt alles noch einmal detailliert drin. Und ansonsten kann ich euch natürlich nur ermuntern, euch einmal nach Reinersreuth zu begeben und dort mitten im Ort. Diese Zeppelin-Eiche zu besuchen. Sie steht noch da. Mittlerweile allerdings ist der Zeppelinstein nach hinten gewandert. Das heißt, vorne steht erstmal ein großes Kriegerdenkmal, dann muss man um den Baum rumgehen und hinten kann man dann eben den Stein bis heute sehen. Der als letztes Artefakt eigentlich übrig geblieben ist in unserer Region aus der großen Zeit der Giganten der Lüfte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Entdecken und sage bis zum nächsten Mal. Servus und Ade dabei.